Moin seine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute wollen wir eiskalt über Edge of Night reden. Denn dieses Item ist gerade sehr, sehr beliebt und wir wollen natürlich einen kleinen Blick drauf werfen, wie das Ganze funktioniert und auch die Frage klären, ist das Item am Ende des Tages broken oder nicht? Diese Frage ist natürlich äußerst provokant, aber die Beliebtheit des Items ist auch signifikant hoch. Das heißt, es wurde im 6.22er Patch released, im Prinzip zu dem Assassin Update, na, da kam auch die Lethality Änderung und so weiter und so fort. Und dieser Gegenstand ist an sich gar nicht so bad. Das heißt, die Kosteneffizienz ist bei 100%, das ist absolut solide, ohne die Passive wohlgemerkt. Und es lässt sich auch wunderbar zusammenbauen aus der Pickaxe, aus dem Saber und natürlich ein bisschen Magieresistenz. Das sind alles Items, die kann man sich sehr, sehr schön wunderbar kaufen und die Rezeptkosten sind nicht allzu hoch. Und mit den Gesamtkosten von 3.100 ist man eigentlich noch relativ gut bedient. Tja, und außerdem lässt sich beobachten, dass natürlich die Käuferschaft ebenfalls sehr, sehr speziell ist. Das bedeutet, alle Charaktere, die natürlich super viel AD-Schaden machen, die auch gerne insgesamt auf Durchdringung gehen und Jhin natürlich allen voran. Und das Interessante ist aber eine andere Statistik und zwar, seit der Einführung dieses Items sind diejenigen, die sich das Item holen, auch sehr, sehr erfolgreich. Das Ganze hat natürlich mit den späteren Patches auch etwas zu tun und natürlich auch mit anderen Zusammenhängen, aber all diese Charaktere scheinen ab dem 6.22er oder 23er Patch doch ganz gut voranzukommen. Und dieses Item hat natürlich auch einen gewissen Beitrag geleistet. Gerade weil vor nicht allzu langer Zeit auch noch der Cooldown wesentlich verbessert wurde. Aber die Frage ist, was macht dieses Item denn so toll? Denn neben den normalen Stats ist natürlich die Schildfähigkeit das allerwichtigste daran. Und Jhin ist ja derjenige, der sich das Item am häufigsten gönnt und das auch mit Grund. Denn seine Ultimate ist einfach unfassbar stark und mit diesem Item kann er natürlich einen gewissen Schutz aufbauen. Denn nicht selten sind Charaktere wie Ashe oder Jhin oder Nami, die natürlich eine sehr hohe Reichweite mit ihrer Ultimate haben, dazu in der Lage, ihn abzubrechen. Edge of Night verhindert das Ganze. Dieser Gegenstand lässt sich easy peasy aktivieren und dann natürlich gemeinsam mit der Ultimate nutzen. Das gestört an der aktiven Funning auch, dass es nur einen 30 Sekunden Cooldown hat auf dem aktuellen Patch. Man braucht nur 1,5 Sekunden, um es aufzuladen und sollte man unterbrochen werden, wie zum Beispiel durch Schaden oder eigene CC, das geht ebenfalls, also wenn man sich indirekt selbst CC'd, dann hat man lediglich ein Punishment von 5 Sekunden. Das heißt, nach 5 Sekunden kann man das Ganze wieder nutzen. Aber das richtig gestört an diesem Gegenstand ist die Möglichkeit, sehr schnell auf etwas zu reagieren und damit auch viele wichtige Fähigkeiten vom Gegner zu countern. Das bedeutet, in der Pro-Szene wird dieses Item einfach zwischendurch mal benutzt. Das heißt, du bist zum Beispiel ein Varus, der sich das Item ebenfalls gerne gönnt, aktivierst das Item, gehst auf die Lane, pushst ein kleines bisschen raus und ziehst dich dann zurück. Während dieser Phase kannst du im Prinzip so gut wie gar nicht engaged werden. Du bist einfach geschützt und die Spieler nutzen das auch auf diese Art und Weise. Wenn du irgendwo bist, wo du keine Ahnung hast, was als nächstes abgeht, zack, aktivierst du diesen Gegenstand und bist für die nächsten 10 Sekunden geschützt. Richtig gestört wird es dann aber nun bei folgenden Fähigkeiten, die Jhin natürlich sehr hart countert. Hierbei würde ich auch eiskalt chronologisch vorgehen und das erste ist Ashe. Natürlich kannst du keine Nahkampf-Ultimate in dem Sinne verhindern, na, die fliegt einfach direkt in deine Fresse. Aber sollte auf der Karte oder im Teamspeak darauf hingewiesen werden, dass ein Ashe-Lot unterwegs ist, zack, aktivierst du diesen Gegenstand, kannst ihn locker verhindern. Das gleiche gilt witzigerweise für die Caitlyn-Ult und das auch aus näherer Distanz. Denn die Caitlyn braucht eine Sekunde, um dich anzuvisieren und du hast quasi eine halbe Sekunde noch Zeit, um den Schuss mehr oder weniger abzufangen. Das Ganze funktioniert sehr, sehr gut. Tja, und so sehr Edge of Night Jhin hilft, so sehr countert sie ihn auch. Denn dieses Item muss zwar gechannelt werden, aber den ein oder anderen Schuss lässt sich damit einwandfrei abfangen. Und auf YouTube gibt es auch sehr, sehr viele Szenen, wo Leute richtig gut in der Lage waren, dieses Item einzusetzen und auch mit Fight die ein oder anderen Spells zu verhindern. Das ist halt wirklich sehr, sehr impressive und einer der größten Stärken. Dieses Item kann gut geplant eingesetzt werden, aber auch sehr, sehr spontan. Weitere Counter sind außerdem die Jinx Ult. Wenn ihr diese wieder global mitbekommt, zack, aktiviert ihr das Ganze. Jinx braucht ja auch ein kleines bisschen, um die eigene Ultimate zu laden. Und der schlimmste Counter ist Karthus. Karthus Ultimate dauert 3 Sekunden oder so. Zack, aktivierst du das und du wirst technisch gesehen, wenn das Item nicht auf Cooldown ist, nie von Karthus getroffen. Das geht nicht. Dieser Gegenstand countert Karthus einfach brutal. Das gleiche gilt im Prinzip für Klett. Das Ganze kann man auch sehr gut vorhersehen und auch teilweise für die ein oder anderen Nautilus-Engages. Diese Ultimate hat einfach eine sehr lange Castzeit. Es dauert einfach übel lange, ehe die da ist. Und Edge of Night währenddessen zu aktivieren, ist absolut möglich. Gut, ein paar spezielle Beispiele wären außerdem noch Pantheon und Nocturne. Auch hier, falls Nocturne nicht sofort auf dich drauf springt, lässt sich ebenfalls Edge of Night wunderbar aktivieren. Und auch die Ryze Ultimate ist ebenfalls counterbar. Die braucht ja sehr, sehr lange zum Channeln und du siehst ja, wo er landet. Aktiviere einfach Edge of Night währenddessen und du hast schon mal einen Spell verhindert. Tja, und ähnliche Präferenzen gelten im Prinzip für Shen und auch für Sion. Bei Sion ist es klar, du hörst die Glocke, zack, aktivierst das Item und kannst schon mal sehr viel Schaden von ihm runternehmen. Und bei Shen hat das eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn er wegteleportieren sollte, kannst du
versuchen, dieses Item zu aktivieren, damit du wenigstens seinem Taunt entgehst, weil das ist sein Hauptengage und wenn er den nicht richtig landen kann oder nicht bestrafend landen kann, kriegt er ein Problem. Naja, und weitere Kandidaten sind außerdem Xerath, da kann man auch die ein oder andere Ulti-Instanz verhindern, genauso wie die Six Ultimate, die hat auch eine sehr lange Flugzeit, das heißt, das Item lässt sich ebenfalls mit einer entsprechenden Reaktion gut aktivieren. Und selbst Charaktere wie Zilean bekommen Probleme, denn du kannst den Bombenschaden ebenfalls mit dem Schild verhindern, weil die brauchen 3 Sekunden zum Explodieren. Das heißt, Edge of Night ist ein Gegenstand, das nicht nur solide Stats gibt und natürlich eine gewisse Synergie mit dir selbst hat, sei es, wenn du Jhin bist und gefälligst nicht abgebrochen werden willst, oder ein ADC, der für 10 Sekunden in Ruhe farmen will, oder ein Assassin, der vielleicht aus einer brenzligen Situation nicht nur rein, sondern auch wieder unbeschadet raus kann. Gerade für Rengar ist das Ganze interessant nach dem W-Nerfs. Naja, und zu guter Letzt kannst du die vorher genannten Ultimates und Fähigkeiten sehr gut denyen, indem du einfach darauf achtest, wie und wann du Edge of Night aktivierst. Dieses Item hat ein sehr rundes Allround-Paket und ich würde mich nicht wundern, wenn hier noch eine Anpassung kommt. Es wurde ja vor kurzem gebufft, aber ich denke, man wird die Channel-Time von 1,5 Sekunden auf 2 Sekunden erhöhen, weil die Reaktion, gerade Karthus zum Beispiel gegenüber, ist furchtbar. Das ist sogar richtig asozial und ich denke, Riot wird das Ganze ändern. Um nun aber die Grundfrage zu beantworten, ob ich denke, dass das Item broken ist. Ich denke, es ist nicht unbedingt broken, es ist aber super effizient. Es ist kurz davor, genau diesen Status zu erreichen. Wenn die Channel Time zum Beispiel kürzer wäre, nur eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, dann wäre es auf jeden Fall völlig overpowered. So ist es aber ein Gegenstand, wo man sich wünscht, ein Lethality-Charakter zu sein, denn er kann es am besten nutzen. Und gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß.